Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama. Makeshwari, your daughter's there? Okay, Makeshwari, ist deine Tochter hier? Hemangi, your daughter's there? Hemangi, deine Tochter, ist sie da? Makeshwari there? Ist Makeshwari hier? Okay, mach nichts. We're on separately, but we're in the same room together. Ah ja, wir schauen selbstständig, aber wir sind im gleichen Zimmer. Zuerst erweise ich meine achtungsvollen Ehrerbietungen zu den Lotusfüßen meines spirituellen Lehrers, Vijayalila Pravishto, Mishra Bachila Bhaktivedanta Narayan Maharaj. Eine Klasse für neue Leute und ich denke, ein paar Leute lernen auch Englisch durch diese Klasse. Wir hören aus dem 9. Kapitel. Es ist das vertraulichste Wissen, Raja Guya Yoga. Das vertraulichste, äußerst vertraulichste Wissen. In der Bhagavad Gita gibt Krishna verschiedene Stufen des Wissens, allgemeines Wissen, Atma-Tatma, Paramatma-Tatva, Bhakti-Tatva, Prema-Tatva. Er spricht über ganz viele Dinge in der Bhagavad Gita. Das Problem ist, wenn viele Leute die Bhagavad Gita lesen und eine Anweisung aus dem Zusammenhang rausnehmen und sagen, das sei die Lehre der Bhagavad Gita, dann nein, man soll bei jedem Vers schauen, was in welchem Zusammenhang es gesprochen wurde, was vorher und nachher kam. Die mittleren 6 Kapitel sind die Schlussfolgerung. Und dieses 9. Kapitel ist das Vertraulichste. Krishna selbst gibt die Definition, wer gut ist und wer schlecht ist, wer göttlich ist und wer dämonisch ist. Gemäß Krishna sind diejenigen, die die Ewigkeit seiner transzendentalen Form nicht akzeptieren, sind diejenigen, die denken, Krishna sei ein Mensch, der einen Körper annimmt, der sich verändert, er wechselt nie einen Körper, sein Körper ist ewig, ohne Veränderung, ohne Wandlung. Er ist ewig, 15 Jahre, 8 Monate und 2 Wochen alt. Diejenigen, die denken, Krishna hätte einen materiellen Körper aus 5 materiellen Elementen, Wasser, Feuer, Erde, Äther, und einen Unterschied machen zwischen Krishnas Körper und seiner Seele, sind dämonische Leute. All ihre Wünsche, sie sind verwirrt in all ihren Handlungen, auch in der Kultivierung wahren Wissens. Ihr Geist ist stets abgelenkt, sind dämonische Personen. Sie haben Zuflucht genommen bei der materiellen Natur. Und getrennt von ihnen gibt Krishna die zweite Kategorie von Leuten. Diejenigen, die Krishnas, die annehmen, akzeptieren, dass Krishnas Form ewig ist, sind die Devotis, die Gottgeweihten. Das sind ganz wichtige Verse. Wenn man diese zwei Verse lernen kann, wird uns das
sehr viel helfen. Krishna selbst beschreibt die großen Seelen. Wer ist eine große Seele? Mahatmanastu. Auf der anderen Seite sind jemand mag ganz ehrlich sein, all die guten Qualitäten besitzen, sehr gelehrt sein, sehr rein, sehr fromm und so weiter. Wenn er die Ewigkeit von Krishnas Form nicht annehmen kann, haben diese Eigenschaften keine Bedeutung. Ihr Chanten von Mantras, ihr Wissen, ihre Entsagungen sind nutzlos, wie der Schmuck eines toten Körpers oder eine Kuh, die keine Milch gibt. Ein Gottgeweihter mag Fehler haben, sogar viele Fehler, doch da sie Krishna, die Ewigkeit von Krishnas Form akzeptieren, das wird alle Hindernisse zerstören, alle. Die Dämonen nehmen Zuflucht bei der materiellen Natur, Raja, Sattva, Tama. Bei Leuten beobachtet man das zum Beispiel, die Erscheinungsweise der Tugend oder der Leidenschaft oder der Unwissenheit vorherrschend ist. Doch Krishnas Körper ist Shuddha-Sattva. Krishnas Körper, seine Swarup, ist reine spirituelle Existenz. Krishna ist jenseits der materiellen Natur. Diejenigen, die Krishna verehren und Zuflucht nehmen bei dieser ewigen Natur, nehmen auch diese ewige Natur an. Großen Seelen nehmen Zuflucht bei der göttlichen Energie, bei Krishnas eigener Energie, der Swarup Shakti. Und was ist die Eigenschaft dieser großen Seelen? Mahatma, dieses Wort ist so oft missbraucht. Wie Mahatma Gandhi zum Beispiel. Gemäß Krishna ist Mahatma Gandhi nicht ein Mahatma, denn hat Krishna nicht verehrt, einpünktig verehrt. Srila Sridhar Maharaj sagt in seinem Kommentar, also er hat gesagt, man kann sogar das Chanten des Namens Ram, aufgeben. Doch Srila Sridhar Maharaj hat gesagt, sein Name war nicht reiner Name. Er hat gechantet, um etwas anderes zu bekommen. Die großen Seelen verehren mich mit einpünktiger Aufmerksamkeit. Ihr Geist geht nicht hierhin und dorthin. Und was ist Ihr Verständnis von Krishna? Buddha bedeutet viele Dinge. Seele, die gesamte materielle Existenz. Krishna ist die ursprüngliche Ursache von allem. Obwohl viele vollständige Ganze aus dem vollständigen Ganzen hervorgehen, bleibt das vollständige Ganze vollständig ganz. Ich mag diesen Vers. Krishna wird nicht weniger, obwohl alles von ihm ausgeht. Wer Krishna auf diese Weise versteht, egal wie viel er produziert oder von ihm ausgeht, er bleibt unverändert. Wer das akzeptieren kann, wird ein Mahatma, eine große Seele genannt.
Er gibt weitere Merkmale an der großen Seelen, die Zuflucht genommen haben bei der göttlichen Energie. Gurudev erklärt, die Seele muss sich entscheiden, sie ist wie ein Senfkorn auf Messerschneide. Entweder geht sie zum materiellen, nimmt sie Zuflucht bei der materiellen Energie oder bei der spirituellen Energie. Großen Seelen, was sind ihre Eigenschaften? Krishna sagt, man kann nicht sehen, wie sehr sie Krishna hingegeben sind, doch wir können ein paar äußere Merkmale beobachten in den Vaishnavas. Sie singen stets Krishnas Namen, Kirtan, und verherrlichen seine Form, Eigenschaften und Spiele. Sie sind bestimmt fest ausgerichtet und befolgen ihre Gelübde nicht. Trinken nicht, essen kein Fleisch, kein illicit Sex. Sie verneigen sich stets von mir. Sie denken stets, ich bin niemand. Krishna ist derjenige, der alles tut. Ihr Kopf ist nicht hoch, sondern stets ein bisschen geneigt. Sie verehren mich. Singen stets die Herrlichkeit meiner Form, Eigenschaften, Spiele, verneigen sich von mir, verehren mich, bleiben stets mit mir verbunden. Shri Gaur Govinda Maharaj ist ein extremes Beispiel. Shri Gaur Govinda Maharaj hatte eine Infektion in seinem Bett, er ging zum Doktor, der Doktor sagte, wir müssen es operieren. Da ist irgendwas im Knochen. Der Doktor wollte ihm eine Anästhesie geben. Dann hat Gaur Govinda Maharaj gesagt, nein, ich kann das nicht annehmen. Zur Zeit der Einweihung habe ich meinem Gurudev versprochen, dass ich keine Drogen annehme. Wie kann ich eine Anästhesie annehmen? Dann hat er dem Doktor gesagt, okay, du operierst einfach ohne Anästhesie. Und so hat er es getan. Klar, ein extremes Beispiel, oder ich sollte sagen, ein vollkommenes Beispiel. Bisher war er einpünktig. Aber wir können normale Dinge aufgeben, wie Tee, Kaffee. Und bisher sollten wir ausgerichtet einpünktig sein. Prabhupada hat ihm Dienst gegeben, übersetze ich immer, selbst wenn er lange internationale Flüge hatte. Diejenigen, die fliegen, wissen, wie sehr der Körper müde ist, die Radiation, die Zeitverschiebung und so weiter. Egal, wann er angekommen ist, hat sich hingesetzt und seine Übersetzungsarbeit geleistet. Mein Gurudev auch, egal wie weit er geflogen ist, am nächsten Tag ist er wieder um 3 Uhr aufgestanden und hat sich hingesetzt und Harinam gechantet. Wie sehr sie einpünktig ausgerichtet waren. Wenn wir nur ein bisschen davon in unserem Leben umsetzen würden, wie sehr würde unser Leben dann perfekt sein, vollkommen sein. Bhakti Vinod Thakur in seinen Schriften. Sagt, wenn du jemandem zum Beispiel ein Telefon gibst,
Das ist ein materielles Beispiel. Aber was versteht er wirklich von dem Telefon? Obwohl er das Objekt in seinen Händen hat, kann er es nicht wirklich verstehen, weil er eine falsche Vorstellung hat. Das ist viele Leute kommen in den Tempel, hören den Namen von Krishna, kriegen irgendein Buch. Doch sie verehren Krishna mit einem falschen Verständnis. Sie denken, Krishna ist eine historische Figur, eine mythologische Figur oder eine. Obwohl sie über Krishna lesen, da sie ein falsches Verständnis haben von Krishna, können sie das Ziel nicht erreichen. Ein richtiges Verständnis von Krishna kann nur in der Gemeinschaft der Devotis kommen. Diejenigen, die ihn richtig verstehen, die ihn stets verehren, die Kirtan ausführen, seines Namens, seiner Form, die neuen Glieder der Hingabe praktizieren, ihm Gebete darbringen, sich vor ihm verneigen, ihm dienen und sich ihm vollständig hingeben. Mit strikten Gelübden verehren sie ihn. Und sie erlangen meine glückselige Shyamasundara-Form. Und sie, alles, was sie tun, tun sie mit der einzigen Absicht, mich zu erfreuen. Und sie geben alles auf, selbst wenn sie in dieser materiellen Welt leben. Ihr Geist wird nicht gestört durch materialistische Aktivität. In Vers 15 sagt Krishna, einige Leute wollen ihn verehren, doch sie verehren ihn mit einem falschen Verständnis. Diejenigen, die Krishna in richtiger Art und Weise verehren, sind die großen Seelen. Dann gibt es diejenigen, die mich mit dem Verständnis der Einheit verehren, diejenigen, die mich mit dem Verständnis der Dualität verehren. Und einige verehren mich durch die Verehrung verschiedener Halbgötter, andere verehren die universale Form. Krishna spricht über diejenigen, die ihn auf richtige Art und Weise verehren. Und dann spricht er auch über diejenigen, die ihn mit dem falschen Verständnis verehren. Sie werden Ahangrupasana genannt. Pratik Upasak, Vishwarup Upasak. Sie verehren ein Objekt und dann identifizieren sich mit dem Objekt, was nicht gut ist. Zum Beispiel, sie verehren Shiva und sie denken, ich bin Shiva. Sie verehren Guru und dann denken sie, ich bin Guru. Sie verehren Krishna und dann denken sie, ich bin Krishna. Das ist nicht gut. Pratikupasa. Sie denken von sich getrennt zu sein von Krishna. Sie verehren die Sonne, Indra, den Herrn der Halbgötter. Die Halbgötter sind nur Krishnas Vibhuti, seine Opulenz. Doch wir wissen, alles ist nicht getrennt von ihm, alles kommt von ihm. Es ist Einheit und Getrenntheit und Verschiedenheit. Doch Krishna ist von nichts getrennt. Wir haben das letzte Mal besprochen.
Ich durchdringe alles. Ich bin in allem. Alles ist in mir, doch ich bin nicht in ihnen. Das war die letzte Diskussion. Krishna sagt, oh Arjuna, ich bin die Wesenrituale. Ich bin das Feueropfer. Ich bin Vertrauen. Ich bin die Opfergabe. Ich bin die Kraft. Ich bin das Mantra. Ich bin die Butter. Ich bin das Feuer. Ich bin das Feueropfer. Ich bin die Mutter und der Vater, der Erhalter des Universums. Das Ziel des Wesens. Ich bin derjenige, der alles leitet. Ich bin der Rigraja und Samavedas. Ich bin das Ziel. Ich bin die Frucht von Karma. Ich bin der Erhalter, der Herr, der Zeuge, der Zufluchtsort und der liebste, wohlwollende Freund. Ich bin die Schöpfung und die Zerstörung. Ich bin der Ruheort und der Same. Ich gebe Hitze und dann halte ich sie zurück. Ich lasse den Regen los. Ich bin die Ursache von allem. Ich bin die Wirkung. Ich bin sowohl Geist als auch Materie. Hare Krishna. Oh Gott, gibt es so Schönes wie ein Bad. Krishna erklärt, der Bestimmungsort der Materialisten, derjenigen, die Krishna verehren, um materiellen Gewinn zu erlangen. In dieser Welt muss jeder ein Opfer bringen. Wir schulden unseren Eltern, wir schulden den Tieren, der Kuh, dem Erdenplaneten, den Pflanzen, unseren Lehrern. Wir hängen ab von der Sonne, dem Mond, die mit ihrem Licht das Gemüse ernähren. Alle sind abhängig voneinander. Es gibt eine Beziehung, die nennt sich, es wird Karma genannt, die normalen Leute nehmen einfach von ihren Eltern, Lehrern, den Pflanzen, den Tieren, dem Erdenplaneten. Doch jemand, der einfach nur nimmt und nicht zurückgibt, ist ein Dieb. Diejenigen, die verstehen, die diese Kette von Ursache und Wirkung verstehen und verstehen, dass sie was zurückgeben müssen, werden Karmis genannt. Wenn ich was nehme, muss ich was zurückgeben. Deswegen verehren sie die Halbgötter, um von Schulden frei zu werden. Krishna erklärt, diese Leute bringen Opferdarbringungen dar, Feueropfer dar, um diese Halbgötter zu erfreuen. Doch Krishna sagt, wem sie dienen sollen, wen sie verehren sollen. Krishna sagt, diejenigen, die dieser fruchtbringenden Aktivität hingegeben sind, werden Karmis genannt. Karma, fruchtbringende Arbeit. Sie verehren mich in der Form von Indra oder anderen Halbgötter. Sie verehren mich durch Feueropfer. Sie verehren Shiva zur Zeit des Shivaratri oder Durga zur Zeit von Durga Puja, verehren Indra, den Sonnengott, den Mondgott, verehren die Halbgötter mit diesen Feueropfern. Doch was ist ihr Ziel? Sie wollen auf die himmlischen Planeten und sie beten dafür,
in die himmlischen Planeten eingehen zu dürfen. Doch dieses Ziel ist nicht ewig. Wenn sie diese Planeten der Halbgötter erreichen durch ihre frommen Handlungen, genießen sie diese Planeten, die Planeten der Halbgötter, diejenigen, die Karmis, die den Pfad der fruchtbringenden Handlung folgen, erreichen die Planeten derjenigen, die sie verehren. Doch wenn die Frucht ihrer frommen Tätigkeiten erschöpft ist, Krishna sagt, kommen sie wieder in diese materielle Welt, in diese zurück. Nachdem sie die Freuden der immensen himmlischen Reiche genossen haben. Diejenigen, die Indra oder Shankar verehren, Durga verehren, Sonnengott, Mondgott oder irgendjemand, es gibt so viele Millionen von Halbgöttern. Das Maximum, was sie erreichen können, sind die Planeten dieser Halbgötter. Doch sie können dort nicht bleiben. So viel sie Wohltätigkeit in die Wohlfahrt geben und so weiter. Wenn ihr gutes Karma aufgebracht ist, kommen sie zurück in diese Welt. Wenn man auf die himmlischen Planeten geht, wird man geboren und ist so gleich 16 Jahre alt. Nicht wie auf dieser Welt, wo man so viel leiden muss als kleines Kind. Kindheit, dann in der Schule, so viel Leid, bis man 16, 17 Jahre alt ist. Doch die Halbgötter sind nicht so. Sie werden geboren und unmittelbar sind sie 16 Jahre alt, in blühender Jugend. In dieser Welt haben Mann und Frau Sex und dann entsteht ein Kind. Doch in den himmlischen Planeten ist es nicht so. Sie können unbegrenzte Sexualität ausleben, doch sie werden nicht schwanger. Erst am Ende ihres Lebens werden sie schwanger. Die Halbgötter haben Girlanden, ganz feinem Duft. Es gibt Beschreibungen in den Veden über dieser himmlischen Planeten. Sie denken, okay, ich sollte in dieser Welt ein bisschen was opfern, damit ich dann auf den himmlischen Planeten genießen kann. Okay, ein bisschen leiden in dieser Welt, ein bisschen was opfern und dann kann ich so viel genießen auf den himmlischen Planeten. Wie schon gesagt, man sollte nicht dieses Ziel in Augen haben. Auch dort gibt es Angst. Auch dort haben sie Angst vor dem Tod, dem Time-Faktor. Haben Angst. Sie haben diese himmlischen Girlanden, die nie zerstört werden. Doch am Ende ihres Lebens werden sie diese Girlanden blass und sie zerfallen. Sie haben immer Angst, es könnten zum Beispiel die Dämonen kommen und unser Land einnehmen oder sie könnten uns rauswerfen. Sie sind auch voller Lust, wie verrückt. Sie können nicht einen Moment ohne materiellen Genuss leben. Diese himmlischen Planeten sind auch kein Ort des Friedens. Auch so viel Lust, Angst und Neid. Wie oft haben wir gehört, wenn jemand 100 Yagyas durchführt, dann kann er die Stellung von Indra erlangen. Das ist also auch nicht so eine geniale Stellung. Wenn die Halbgötter sehen, dass jemand Sannyas angenommen hat, werden sie eifersüchtig. Jemand wird jetzt Entsagungen durchführen und uns überholen, dann nehmen sie Geburt als seine Verwandten, Freunde, um ihn zu stören. Also sie gehen auf diese himmlischen Planeten, doch sie werden auch von dort wieder fallen. Was ist
Was bringt es dir, wenn du auf die Himmelsplaneten gehst? Krishna sagt, du solltest mich verehren. Sein berühmter Vers. Erinnerst du dich an ihn? Kannst du ihn? Diejenigen, die mich einpünktig verehren, deren Geist nicht eine Sekunde von mir abweicht, die stets in Gedanken an mich vertieft sind, die mich vollständig verehren mit einpünktiger Hingebe, was auch immer sie brauchen, gebe ich, bringe ich, und was auch immer sie besitzen, beschütze ich. Wie gestern in der Mangalarti, nach der Mangalarti hat die die Augen geöffnet. Was ist das? Aber wie erstaunlich diese Thakurjis sind. Ah, dieses Navadev ist so erstaunlich. Ah, sie war erstaunt. Oh, Thakurji hat so viel Kraft. Was denken wir während der Mangalarti? Wenn wir das hören, schämen wir uns, wie sehr sie vertieft ist. Während der Mangalarti. Noch nie sowas gehört. Oh, was ist das? Wo bin ich? Jemand, der so denkt, was auch immer er hat, er braucht, gibt Krishna ihm. Was auch immer er hat, erhält Krishna ihm. Gurudev in seinem Kommentar der Bhagavad Gita sagt, Krishna sagt, was auch immer er braucht, trage ich, und was er hat, das erhalte ich. Gurudev sagt, es gibt eine berühmte Geschichte eines Gottgeweihten. Sein Name war Arjuna Mishra, er war ein Brahmana, gänzlich vertieft in das Studium der Bhagavad Gita, in das Chanten seines Namens. Chandra, kannst du mein Englisch verstehen? Ist es zu schnell? Ist es zu schnell? Einmal hat Gurudev gesagt, Gurudev hat immer gesagt, ich soll ein bisschen langsamer sprechen. Arjuna Mishra war ein einpünktiger Devotee, er war nicht Kindchen, hat nicht zu Krishna betet, gib mir dies, gib mir das. Er war ganz arm. Eines Tages hat er diesen Vers in der Bhagavad Gita gelesen, hat stets die Bhagavad Gita studiert. Hat er gedacht, dieser Vers kann nicht wahr sein. Er muss später hinzugekommen sein, von jemandem hinzugefügt worden sein. Krishna sagt dies, doch schau, in welchem Zustand ich bin. Wenn ich am Abend was esse, muss ich überlegen, was ich am Morgen esse. Wenn ich am Morgen was esse, muss ich überlegen, was ich am Abend zu mir nehme. Ich habe keinen Besitz, doch ich denke stets an Krishna. Dieser Vers sagt auch, Krishna würde es persönlich tragen. Doch Krishna hat noch nie was persönlich für mich gebracht. Okay, vielleicht indirekt. Inspiriert er jemanden, durch die Überseele mir etwas zu geben? Oh, dieser Vers kann nicht richtig sein. Hat seinen Stift genommen und die letzten drei Zeilen dieses Verses durchgestrichen. Dann ging er auf Bhiksha, ging betteln. Doch egal, wie viele Häuser er besucht hat, nicht ein Körbchen Reis hat er gesammelt, nicht eine Kartoffel. Alle hatten irgendeine Ausrede. Oh, mein Onkel ist gestorben, wir müssen 21 Tage, gelten wir als unrein und so weiter und so fort. Nicht mal ein Körbchen Reis. Dann gebrochen Herzen oder enttäuscht. Kam er zurück, seine Frau war zu Hause. Oh, Guruma! Guruma!
hat es an der Tür gesagt. Guru Ma bedeutet die Frau des Lehrers. Die Frau des Brahmanas wird auch als Mutter betrachtet. Die Frau dachte, mein Mann hat keine Schüler. Warum ruft der Guru Ma? Sie hat die Tür geöffnet und hat sie einen ganz wunderschönen Jungen gesehen, ganz wunderschön, ganz süß, hat ganz schwere Körbe getragen, voller Reis, Dal, Butter, Ghee, Gemüse, Salz, Zucker und so weiter. Hat auch so viel geschwitzt, diese Junge. Es war so eine schwere Ladung. Oh, komm rein, komm rein. Wo hast du all diese Dinge her? Oh, dein Mann hat es gesammelt auf Bhiksha, hat mir gesagt, mir den Auftrag gegeben, es zu dir zu bringen. Dann wurde die Frau ganz durcheinander. Oh mein Junge, hast du was gegessen? Komm, setz dich, ich koch dir was. Hat mit ihm ganz auf süße Art und Weise gesprochen. Dann hat sie gesehen auf seinem Rücken drei Striemen, wie wenn dich eine Katze kratzt, so fast ein bisschen blutig. Was ist dir denn geschehen? Ich habe deinem Mann gesagt, gib mir einen Moment, ich werde es zu deiner Frau bringen, einfach einen Moment. Dann wurde er wütend, hat mich geschlagen. Die Frau wurde auch wütend. Was ist denn meinem Mann los, dass er seinen unschuldigen Jungen geschlagen hat? Hat er denn gar keine Barmherzigkeit? Ist doch ein Brahmane. Die Frau hat fast ein bisschen wütend gesprochen über diesen Mann. Also, dann klopft es an die Tür, der Mann ist da. Die Frau sagt, du, was hast du denn mit diesem Jungen gemacht? Der Mann sagt, ich habe heute gar nichts gesammelt. Du sagst, was? Hat jemand so viel Reis und Gemüse gebracht? Und wirklich, als der Mann reinkam, hat er gesehen, diese Berge voller Sachen. Dieser dunkle Junge. Wirklich, der Mann wusste nicht, wovon sie sprach. Wo ist dieser Junge? Doch er war verschwunden. Gurudev sagte, aber von seinem gelben Pitambar, von seinem gelben Gewand, war ein kleiner Faden. Also sozusagen als Beweis auf dem Boden. Wer ist denn das? Ein Junge, der all diese Dinge getragen hat, mit drei Striemen auf seinem Rücken. Dann ging er zu seinem Schreibtisch, hat in die Bhagavad Gita geschaut und diese drei Linien waren verschwunden. Dann hat er zu weinen begonnen. Wirklich, Krishna. Wirklich, Krishna hat sein Versprechen gehalten, hat die Bhagavad Gita, ist wieder Körper Krishnas. Ich habe ihn geschlagen. Also was auch immer er braucht, das bringe ich und was er hat, das erhalte ich ihm. Ein sechs Glieder der kompletten Hingabe und das Hauptglied ist der Glaube, Krishna wird mich erhalten und er wird mich beschützen. Das Gefühl, Krishna ist mein Erhalter, was ich brauche, wird Krishna geben, ist das Hauptglied von Sharanagati, von kompletter Hingabe. Und die anderen Glieder sind Angas oder Hilfsglieder. Einmal hat Guru Govinda Maharaj eine Klasse gegeben, hat darüber gesprochen. Ich stecke mal mein Phone ein. Wir sollten
vollständiges Vertrauen haben, Krishna wird uns erhalten. Dann hat er zu seinen Schülern gesagt, zu einem Schüler gesagt, warum arbeitest du wie ein Esel? Man sagte, oh Gurudev, ich habe Frau und Kind, ich muss sie erhalten. Guru Govinda Maharaj hat geschrien. Jemand, der Diksha angenommen hat, sollte nie arbeiten, sollte vollständiges Vertrauen haben, dass Krishna ihn erhalten will. Der Schüler hat mit der Angst gekriegt, oh Gurudev, ich habe Frau und Kinder. Und geschrien hat er, Guru Govinda Maharaj, weil du kein Vertrauen hast in Krishna, musst du wie ein Esel arbeiten. Jemand, der Vertrauen hat, der weiß, Krishna wird dich erhalten. Einmal hat Gurang Mahaprabhu Srivastava getestet. Er hatte eine Frau, Malini Devi, eine große Geweihte von Nityananda Prabhu. Einmal ist Gopal, das Kind von Shivas, Malini Devi, während dem Kirtan gestorben. Die Frauen haben geweint und Shivas ging zu ihnen und dann haben sie ihm gesagt, Gopal, dein Sohn ist gestorben. Dann hat Shivas den Frauen gesagt, hört auf zu weinen, wenn Chaitanya Mahaprabhu hört, dass ihr weint, dann wird er fragen, was geschehen ist und es wird den Kirtan stören und es wird seine Gemütsstimmung stören. Wenn ihr jetzt nicht aufhört zu weinen, dann werde ich zum Ganges gehen und mich umbringen. Sie wussten, er wird es wirklich tun, wenn wir jetzt nicht aufhören. Dann haben sich die Frauen zusammengenommen. Shivas Thakur ist zurückgegangen zu ihnen Kirtan, hat getanzt, gesungen mit Gauranga Mahaprabhu. Am Morgen hat Mahaprabhu gefragt, Shivas, ist irgendwas geschehen in deinem Haushalt, irgendetwas Unglück verheißen? Du bist die Verkörperung von allem Glück. Allem Glück verheißen, wie könnte irgendetwas Unglück verheißen, ist geschehen. Mahaprabhu ist Krishna. Selbst bevor Krishna Chaitanya Mahaprabhu erschienen ist, haben Shrivas und seine Brüder die ganze Nacht Kirtan durchgeführt, hat nicht gearbeitet. Dann hat Mahaprabhu gesagt, wie hältst du deine Familie? Shrivas hat dreimal in die Hände geklatscht. Dann hat Mahaprabhu gesagt, was bedeutet das? Shrivas hat gesagt, wenn wir am ersten Tag nichts zu essen bekommen, dann fasten wir. Wenn wir am zweiten Tag nichts zu essen kriegen, dann fasten wir auch. Und wenn wir am dritten Tag nichts zu essen kriegen, gehen wir alle zum Ganges und geben unser Leben auf. Dann ist das Versprechen Krishnas in der Bhagavad Gita falsch. Gott erhält uns. Er unterhält Millionen von Universen. Einmal wollte auch Rukmini Krishna ein bisschen testen. Sie hatte eine Tilak-Box, hat eine kleine Ameise in diese Box getan und den Deckel geschlossen. Nach ein paar Tagen war diese Ameise immer noch am Leben, war erstaunt. Wahrscheinlich hat Krishna gesehen, was geschieht. Dann hat der Rukmini gefragt, warum testest du mich, Rukmini? Rukmini hat sich gefragt, wie war es möglich, dass diese Ameise überlebt hat? Dann hat sie gesehen, dass da eine Süßigkeit in der Box war, die Krishna für sich da hingelegt hat, aufbewahrt hatte. Lass uns nicht sorgen, Krishna wird uns erhalten. Warum also sollte man jemand anders verehren als Krishna? Die Karmis denken, ich muss diese Halbgötter oder diesen Halbgott verehren. Ein ganz berühmte Verse, wenn man in Indien predigen will, muss man diese Verse kennen. Diejenigen, die andere Halbgötter verehren, verehren mich doch auf falsche Art und Weise.
Wer sind die Halbgötter? Sind Krishna. Krishna wurde die Halbgötter, denn es gibt nichts, es getrennt ist von Krishna. Krishna ist Sarvarup. Welche Form auch immer wir sehen in dieser Welt, das ist Krishna, doch ein bisschen indirekt. Diejenigen, die die anderen Halbgötter verehren mit Vertrauen in Krishna. Krishna sagt, wer gibt dieses Vertrauen? Ich gebe dieses Vertrauen. Herr Chakravarti sagt, ich soll nicht die Halbgötter verehren und denken, sie geben mir dann Vertrauen in Krishna. Die Halbgötter können nicht mal Vertrauen in sich selbst geben. Wie können sie dann Vertrauen in Krishna geben? Krishna ist der Herr von Shraddha. Krishna gibt Vertrauen in irgendetwas, niemand anders. Die Verehrung der anderen Halbgötter, sie verehren diese anderen Halbgötter mit Vertrauen. Doch sie verehren mich, doch auf falsche Art und Weise. Indra, Shiva, Brahma, sind alles Namen auch von Krishna, sagt Srila Gaura Govinda Maharaj. Die Halbgötter sind wie Krishnas Erweiterungen, wie Bhuti, seine Energien, wie auch immer du es betrachten willst, Krishnas Diener. Doch am Ende sind sie Krishna, und wer die Halbgötter verehrt, verehrt Krishna, doch auf falsche Art und Weise. Im Bhagavatam wird gesagt, wenn du einem Baum Wasser geben willst, musst du sie, das Wasser nicht den Blättern oder den Ästen geben, sondern den Wurzeln. Kleine Geschichten erzählt. Hat auch in den Dörfern gepredigt. Eines Tages haben alle Sinne Streik gemacht. Die Augen, die Nase, der Mund. Die Leute haben gesagt, wir machen alles und der Magen genießt einfach die Frucht. Alle Sinne sind einfach in Streik gegangen, werden den Magen und den Bauch nicht mehr füttern. Alle sind schwach geworden. Wenn du Essen in die Nase gibst, in die Ohren, in die Augen gibst, dann kriegt der Körper nicht, was er braucht. Krishna sagt, verehre mich nicht in der Form der Halbgötter, verehre mich direkt, verehre mich doch auf falsche Art und Weise. Werde den Kommentar von Bhaktivinoda Thakur lesen. In Wirklichkeit, ich bin ich, Krishna, die Verkörperung von Ewigkeit, Wissen und Glück und konzentriertem Glück. Satchitananda, bin der einzige, höchste Herrscher. Es gibt keine Halbgötter, die unabhängig sind von mir. In meiner eigenen Form, Satchitananda, Wirklichkeit, bin ich stets jenseits der materiellen Schöpfung. Viele verehren die Halbgötter, wie zum Beispiel den Sonnengott Surya. In anderen Worten, sie verehren meine materielle Energie in Form von verschiedenen Halbgöttern. Doch wenn man richtig darüber nachdenkt, versteht man, dass meine Vibhutis, meine Opulenzen, es einfach meine Opulenzen sind, die Guna-Avatars. Brahma und Shiva, Vishnu sind Guna-Avatars. Sie herrschen, sind Vorsitzende über verschiedene Facetten der materiellen Kreation. Diejenigen, die Halbgötter verehren, und mich verstehen, dass es meine Guna-Avatars sind, meine qualitativen Inkarnationen, diejenigen, die über die verschiedenen Aspekte der materiellen Schöpfung vorherrschen.
drehen mich auf unautorisierte Art und Weise. Shiva Goswami sagt in seinem Kommentar, Shiva ist nicht verschieden von Krishna. Hariha Ekatma. Hariha, eine Seele. Shiva zu verehren, als sei er verschieden von Krishna, als seine Vergehen. Krishna ganz als dasselbe wie Krishna zu verehren, ist auch ein Vergehen. Kein Wunder, dass nur wenige Leute dem Gaudiya Vaishnavismus beitreten. Wenn man Shiva als Krishna verehrt, ist das ein Vergehen. Wenn man ihn als verschieden von Krishna verehrt, ist das auch ein Vergehen. Materielle Logik versagt, das ist Achintya. Deine Geschichte diesen Punkt veranschaulicht. Hat einen Dorfkönig gegeben, war sehr Tamasi, hat Lord Shiva verehrt, das Vorsitzende Deity von Tamagun. Und man sagt, man wird dasselbe wie das Objekt der Verehrung, das man verehrt. Wenn man Krishna verehrt, wird man ein Brijavasi. Wenn die ihre Frauen verehren, werden im nächsten Jahr leben eine Frau. Der die Hauptgötter verehrt, wird ähnlich wie die Hauptgötter. Der Shiva verehrt, wird wie. Da hat er einen Brahmana als Puchari. Einmal war der Brahmana krank. Der Dorfkönig war ganz besorgt. Niemand verehrt meinen Shiva, hatte Vertrauen. Okay, dieser Vaishnava, der da ins Dorf gekommen ist, hat ihn gefragt, okay, Brahmana, ich dich bitte verehr meinen Shiva für mich. Werdet ihr dies und das geben? Brahmana, der im Vaishnava war, hat gesagt, tut mir leid, ich kann das nicht tun. Wir sind einfach Geweihte von Lord Krishna. Der Bhagavad Krishna verehrt, muss keine Halbgötter verehren. Ich kann es nicht tun. Der Dorfkönig wurde wütend, hat ihm gesagt, wenn du meinen Shiva nicht verehrst, werde ich deinen Kopf abschneiden. Vielleicht war er in einer schwierigen Situation. Hat gedacht, hat eingehend darüber nachgedacht, okay, wo ist mein Herr? Wo ist Vishnu? Er befindet sich im Herzen eines jeden. Also er ist auch im Herzen von Lord Shiva. Auch ist Shiva das Vorsitzende Deity von der Erscheinungsweise der Unwissenheit in der Welt. Dann hat er also Blumen genommen und sie Shiva dargebracht, doch er hat das Mantra von Lord Nrsimhadev gechantet. Oder Om Vishnave hat er gechantet. Der Dorfkönig wurde ganz wütend. Sein Schwert genommen, doch Nrsimhadev konnte das nicht akzeptieren, hat ihm das Leben genommen. Lord Shiva. Also, das Deity hat, Nrsimhadev ist aus dem Deity gekommen und hat den Kopf abgeschnitten von diesem Dorfkönig. Das Deity ist immer noch dort, halb Nrsimhadev und halb Shiva.
Krishna sagt im 9. Kapitel, ich drehe mich doch auf falsche Art und Weise. Ich bin alles. Wenn sie Dinge, die mich etwas anderes als mich verehren, dann verehren sie mich doch auf falsche Art und Weise. Ich bin der einzige Herr, der einzige Genießer. Alle Teuer Opfer, die Leute den Hauptgöttern darbringen, werden von Krishna genossen. Selbst auf den himmlischen Planeten werden Feueropfer dargebracht, doch dort ist das einzige Ziel, Krishna zu erfreuen. Die Verehrung geht zu Krishna doch. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wenn man Krishna verehrt, muss man nichts anderes verehren. Ah, die Verehrung geht zu Krishna, doch derjenige, der Verehrende, derjenige, der die Verehrung ausführt, geht nicht zu Krishna. Okay, habt ihr das verstanden? Aber du warst nicht aufmerksam. Wenn die Halbgötter verehren, die Verehrung geht zu Krishna, weil er ist der einzige Genießer, doch der Verehrende, derjenige, der das Opfer ausführt, geht nicht zu Krishna. Ich bin derjenige, der alle Opfer genießt. Wer meinen transzendentalen Körper nicht annimmt, wird fallen und wiederholt in die materielle Existenz geboren werden. Diejenigen, die Halbgötter verehren gehen, zu den Halbgöttern, die Vorväter verehren gehen, zu den Vorvätern in China werden die Vorväter so sehr verehrt. Diejenigen, die Geister verehren, gehen zu den Geistern. Diejenigen, die mich verehren, kommen zu mir. Man denkt, es sei schwierig, Krishna zu verehren. Aber nein. Wenn jemand mir eine Frucht, eine Blume, ein Blatt oder ein bisschen Wasser darbringt, nehme ich es mit Liebe darbringt, nehme ich es gerne an, sagt Krishna in der Bhagavad Gita. Was auch immer du gibst, was auch immer du da bist, was es in Wohlfahrt gibst, oder welche Entsammlung du auf dich nimmst, mach alles als ein Geschenk an dich. Sei mit Erfahrung gesegnet. Bringe mir die Früchte deiner Handlungen dar. Du wirst mich mit Sicherheit erlangen. Du wirst unter befreiten Persönlichkeiten hervorstehen. Sarah, gibt es irgendwelche Fragen? Wo ist Sarah? Haben wir da mal irgendwelche Fragen? Lest ein bisschen im 9. Kapitel. Okay, Haribol, danke. Okay.
ein wichtiger Tag hier in Mayapur. Ich sollte mir für Bichtel. Alles gut geht. Hari Bol, Hari Bol.